Poeten passen nicht in die Gesellschaft. Nicht, weil ihnen eine Stellung in ihr verweigert würde, sondern weil sie ihre Stellung nicht ernst nehmen. Sie bezeichnen die Rolle der Gesellschaft unverhüllt als theatralisch, ihre Stile als Posen, ihre Krisen als arrangiert, ihre Konflikte als vorgetäuscht und ihre Metaphysik als ideologisch. Poesie ist blind, die hat keine Zwecke. Die ist sozusagen, also sie hat keine Zwecke, sie ist niemand untertan. Die Worte sind Rebellen, ja, nicht? Die gehorchen nicht. Ja?